haben heute einen Follow-up-Workshop im Endeffekt für die letzten beiden Jahre, wo wir auch schon Content-Management-Systeme verglichen haben, alles Open-Source-Content-Management-Systeme. Und da haben wir halt immer in den letzten Jahren geschaut, ah, was gibt es da für Vorteile, was gibt es für Statistiken, was verwendet wer. Und dieses Jahr haben wir uns gedacht, na, das ist zu langweilig, wir machen das nicht noch ein drittes Mal, sondern wir laden uns direkt von jedem CMS jemanden persönlich ein, die natürlich auch beruflich vielleicht auch ganz andere CMS verwenden, aber sozusagen ein Haupt-CMS haben, über das sie gern reden und wo sie sich auch super auskennen. Also wir haben heute 5 Experten jeweils da und das ist natürlich auch dann jederzeit erlaubt, eine Frage zu stellen. Wir werden unterschiedliche Themen ansprechen. Und ja, wenn es irgendwer eine ganz spezielle Frage hat, dann einfach ganz zum Schluss bitte, weil wir sind ja eh noch auf 40 Stunden mindestens alle da. Aber wenn es dazu passt zur Diskussion, dann einfach Hand heben und dann können wir also die Frage gleich mit aufnehmen. Darum würde ich vorschlagen, also wir fangen mit einer Vorstellungsrunde an. Mein Name ist Markus Angermann, ich moderiere das heute und versuche so neutral wie möglich zu sein beim CMS-Battle und schauen wir mal, wie es generell wird, also es soll, ob es ein Battle wird mit oh, das ist ja urschlecht, was ihr macht und meins ist viel besser, oder ob wir einfach eine schöne Diskussion haben, ja, mit Informationen, mit Informationsgehalt, wir werden das herausfinden und sehen. Aber jetzt fangen wir mal mit einer Vorstellungsrunde an. Ich freue mich, dass wir heute 5 Vertreter von CMS hier haben. Fangen wir mal da zu meiner Rechten an, der Herr David Spiola, vertritt heute Nils. Hallo. Freue ich mich sehr, dass er gekommen ist. Da, nicht die Partei, sondern das CMS. Das CMS. Typo 3 wäre auch angedacht gewesen, aber da haben wir heute keinen Vertreter, aber Neos ist meiner, aber ich halte mich raus. Dann, ganz wichtig natürlich, muss jemand vorhanden sein, von WordPress, der Herr Thomas Kräftner. Hallo. Sehr schön. Dann Drupal haben wir auch vertreten, zu meiner linken Seite, durch unseren Nico Grinauer. Ich vergesse immer seinen Namen, es tut mir schrecklich leid. Ja, 2 Damen haben wir auch. Ich freue mich sehr, dass wir die Damenstatistik erhöhen konnten. Wirklich sehr gut. Für Joomla vertreten die Frau Sigrid Kramlinger und für Contao, fürs Open Source CMS Contao, die Frau Dr. Eva Brohrmann, oder das Dr. Also die Eva. Die Eva, heute. Genau. Die Eva für heute. Sehr gut. Ja, stellt euch, mach mal eine kurze Vorstellungsrunde bitte. Einmal sagt ihr, wie ihr zum CMS gekommen seid, ob ihr das schon ewig verwendet, ob ihr gewechselt seid 5-mal und dann bei dem geblieben seid, weil das einfach das Beste war für eure Kunden und für euch. Wie ist es dazu gekommen, dass ihr das CMS verwendet, dass ihr nutzt? Fangen wir bei Neos an, das Jüngste von allen. Ja, soll ich mich nochmal kurz vorstellen? Ja, gern, machen wir eine Vorstellungsrunde. Gut, David Spiola mein Name, ich bin Geschäftsführer der Agentur Web & Co. aus Wien. Ich lebe auch in Wien, ich baue seit gut 15 Jahren Webseiten oder auch Content Applications, wie ich sie gerne nenne. Und wir setzen diverse Projekte um, eben auf Basis auf Neos CMS. Also wir verwenden es auch operativ im Geschäft, funktioniert sehr gut. Ja, wie bin ich zu Neos gekommen? Ich habe vorher sehr viel Typo 3 gemacht, habe aber auch schon ein bisschen Drupal mal gemacht und Joomla auch schon mal, schon ein paar Jahre her. Und ja, das Projekt ist ja aus der Typo 3 Welt entstanden und so hatte ich relativ früh Berührungspunkte damit und hat mir von Anfang an sehr gut gefallen. Und hat sich zu einem wirklich hervorragenden System entwickelt, das natürlich noch recht neu ist und deswegen noch nicht so weit verbreitet ist, aber es lohnt sich auf jeden Fall, einen Blick drauf zu werfen. Dankeschön. Hallo, also ich bin der Thomas Kräftner. Ich bin selbstständiger Entwickler mit einer Spezialisierung auf WordPress. Mache das jetzt schon seit 10 Jahren bin ich selbstständig und am Anfang habe ich auf Flash gemacht, aber das ist ja dann
gestorben. Und ja, habe ich dann irgendwie nach CMS-Systemen umgeschaut und habe auch mit Contao mal rumprobiert am Anfang, Typolite damals noch. habe mir Drupal noch angeschaut, aber bin dann letztlich bei WordPress gelandet und mache das jetzt schon seit vielen Jahren als selbstständiger Entwickler und bin auch in der Community recht aktiv. Also ich organisiere das monatliche Meetup und die WordCamps und so weiter auch mit. Dankeschön. Nico Grinauer, habe die Acolono GmbH, das ist halt eine Agentur nur auf Drupal spezialisiert. Wir machen nur Webentwicklung Drupal. Auch sehr aktiv in der Drupal-Community, Drupal Austria, organisieren Events, auch den Open 1 Award, wo wir Open Source Software, Hardware und Data prämieren in Österreich. Ja, ich als kurz 2005 entschieden auf Drupal, weil wir evaluiert haben verschiedene Systeme und da war eigentlich einer der Hauptausschlagspunkte war eigentlich auch die Community, dass das sehr offen ist und sehr hilfsbereit und ja, GPL und alles ist frei, keine Module werden nicht bezahlt, sondern es ist alles da und nimm's und entwickel's weiter. Okay, mein Name ist Sigrid Gramlinger, bin mit der Firma WebGra selbstständig und habe begonnen, Webseiten auch schon HTML statisch so um 2000 und habe dann 2004 mir CMS-Systeme angesehen, habe dann auch Typo3 und WordPress ausprobiert und habe mich dann 2010 komplett auf Joomla spezialisiert, weil ich drauf gekommen bin, damit kann ich alles in kürzester Zeit umsetzen. Ist immer noch so und bin auch in der Joomla-Community sehr aktiv, User Group Wien, Organisatorin, Joomla.de Österreich, der das nächste Jahr wieder sein wird und bin auch auf anderen internationalen Joomla-Events als Vortragende unterwegs. Ja, Eva Brührmann, meine Firma heißt Vieneva.com. Ich bin seit 2002 dabei, Websites zu bauen. Bin an Typo3 vorbeigekommen, relativ intensiv. Also nachdem die dritte Anfrage kam, habe ich dann eine Zeit lang Typo3 gemacht. War mir dann für viele Anfragen zu mächtig, für kleine und mittlere. Und habe dann nach einem Content Management gesucht, eigentlich, was so für kleine und mittlere geeignet ist. Da bin ich an Joomla vorbeigekommen damals, aber das war noch eine sehr junge Version. Drupal ist mir auch mal aufs Auge gedrückt worden zum Weiterwarten. CMS Made Simple und so weiter, dann Typolite und dann Typolite war ich schon vorbei und dann habe ich mit einem Kollegen mich abgesprochen, der das gleiche gemacht hat, gleichzeitig auch gesucht und der sagt dann, schau noch einmal das Contao an, das war zwar für Typolite, aber das gefällt mir. Und wir haben es dann beide ausprobiert und sind dann eigentlich beide dort geblieben, weil wir das gleiche Empfinden hatten, wir können damit schnell entwickeln. Die Community passt, die sind ja im Wesentlichen deutschsprachig, weil das aus dem Dachraum kommt. Und sie legen halt auch wirklich großen Wert darauf, dass der Code schön ist, dass auch die Barrierefreiheit schon relativ gut integriert ist und ja, macht Spaß damit. Danke Eva, ja, da sind jetzt schon ganz viele Stichworte gefallen. Also zusammengefasst in der Runde, alles Webentwickler, alle mit PHP, Web-CMS unterwegs und alle dasselbe Ziel, gute Webseiten zu machen. Aber trotzdem hat jeder ein anderes gewählt und das ist ja genau das Spannende an dieser Runde. Und es ist jetzt so, also zum Beispiel David bei Web & Co. habe ich ja auch kurz auf die Webseite geschaut. Ihr macht es ja nicht nur jetzt NEOS sozusagen, aber wenn ihr es euch aussuchen könnt, nehmt ihr es wahrscheinlich schon. Was glaubt ihr, oder ist eben genau der Vorteil davon? Also war im Vergleich jetzt zu den anderen, ihr habt ja einen Überblick auch, ihr wisst ja, wie WordPress ausschaut, ihr wisst, wie Typo3 ausschaut, wie Drupal, Joomla aussieht. Warum nehmt ihr, also was ist euer Hauptvorteil, wo ihr sagt, ihr nehmt eben NEOS? Ja, ich glaube, das kann man an drei Buzzwords festmachen. Das erste ist Happy Customer oder Happy Editor, weil das User Interface von NEOS sehr intuitiv und einfach ist. Das ist im Prinzip ein What you see is what you get Editor mit seinem sehr intuitiven Interface und wir haben eigentlich kaum Schulungsaufwand damit. Das heißt, man geht damit in einen Pitch oder in eine Präsentation und bekommt eigentlich sofort gleich mal ein extrem positives Feedback, dass es sehr aufgeräumt ist, dass man sich gleich auskennt und so weiter. Das ist die Kundenseite oder die Redakteursseite. Die zweite Seite sind jetzt die Entwickler, also wir, also ich bin auch Entwickler. Und man findet mit NEOS ein sehr, sehr modernes Content-Management-System. Und es wurde ja auch speziell dafür ein eigenes Framework geschrieben, das sehr interessante Aspekte mit hineinnimmt, wie
Aspect-Oriented Programming. Also es gibt dann, glaube ich, auch den Topic Security. Da haben sie sich wirklich was Tolles überlegt. Und ja, also im Großen und Ganzen ist das gesamte Bild sehr rund. Also ich habe halt so die Erfahrung gemacht, dass es Systeme gibt, auch im kommerziellen Bereich, die entweder sehr gut für Entwickler waren oder sehr gut eben für die Anwender. Und das war ja eigentlich auch genau der Anspruch, mit dem Neos CMS damals gestartet ist. Gesagt, okay, gut, wir sind Leute, die 20 Jahre Erfahrung haben mit Content-Management-Systemen. Was kann man neu machen, was kann man anders machen, wie kann man es modularer machen und auch für die Zukunft gut aufstellen. Also was uns da auch immer sehr wichtig ist, das ist aus meiner Sicht zum Beispiel der Browser als Hauptmedium, sagen wir mal 99%, in Zukunft Marktanteile verlieren wird, dass wir da mehr in Chats uns auch bewegen werden, aber auch in Smart System Anwendungen und dass ein CMS prinzipiell mal die Voraussetzungen, die technischen Voraussetzungen mitbringen muss, um solche Sachen eben abbilden zu können. Mhm. Aber der erste, der Driver ist immer das, man kommt zum Kunden, man zeigt das System her und es gefällt ihnen von Anfang an gut und das ist jetzt eigentlich so der Hauptmotivator, eben den Redakteur oder Kunden bestmöglich zufriedenzustellen. Klingt gut. Also das Backend wird kundenfreundlich sein und für die Entwickler klingt es jetzt auch mal passabel. Mhm. Wenn wir das jetzt vergleichen zum Beispiel, was wir da gehört haben mit WordPress, das ja eine ganz andere Geschichte hat. Also eigentlich aus der Blogger-Szene kommt, wie man sagt, früher war es halt nun mal so, heutzutage ganz anders. Viele Erweiterungen, viele Möglichkeiten, wie man WordPress heutzutage verwenden kann, also nicht nur ein Blog. Was ist da heutzutage der ausschlaggebende Grund, warum man sagt, passt, ich mache eine neue Webseite, ich nehme WordPress? Ja, also als größten Vorteil, so wie wir jetzt dastehen, würde ich sehen, dass jetzt einfach eine riesen Community da ist, ein riesiges Ökosystem, was sehr viele Plugins und Themes schon gibt, auch ein großes Pool an Entwicklern und Designern und Experten, die sich schon damit auskennen und es prinzipiell immer sehr darauf ausgerichtet ist, einfach zu sein, den User und die Benutzerfreundlichkeit in den Vordergrund zu stellen und das immer als das Hauptziel zu haben, weil wie das nun mal oft so bei Softwarelösungen sonst ist, sie werden entwickelt von Technikern. Und oft spürt man das dann aber auch, dass das Produkt quasi von Technikern für Techniker entwickelt worden ist. Und das ist bei WordPress irgendwie nicht so ein Fokus. Also es ist immer der Fokus im Vordergrund, dass der User, der vielleicht nicht so technisch versiert ist, leicht anfangen kann, das leicht selber pflegen kann und man ihm möglichst viel bei der Hand nimmt und das möglichst unkompliziert und einfach hält, das Ganze. Und ich glaube, das ist irgendwie auch der große der Punkt, was das so attraktiv macht für die breite Masse. Das ist sicher eher auch der Grund, warum statistisch gesehen ist natürlich WordPress das meistverwendetste derzeit weltweit. Und ich sehe das halt sowohl als Vor- als auch als Nachteil, weil natürlich auch je mehr Entwickler es gibt, gibt es auch mehr schlechte Entwickler, die auch schlechten Code programmieren. Ja. Aber Thema Security können wir ja in der nächsten Runde anschneiden sozusagen. Also es hat alles ein Für und Wider. Okay, wenn ich jetzt an die Community denke, generell bei CMS, dann ist es nun mal Drupal auch für mich, weil es irgendwie für mich persönlich zumindest habe ich den Eindruck, ich mache als Webentwickler, ich verwende so gut wie alle CMS, die eigentlich hier jetzt da besprochen werden, aber Drupal verwende ich am seltensten, muss ich sagen. Und es ist auch eine total eingeschworene, aber große Community eigentlich, finde ich. Also ich habe es schon öfters erlebt, dass eben jemand, der WordPress macht, dann nimmt er auch manchmal Typo 3 oder nimmt er mal was anderes. Aber selten, dass wenn einer wechselt, dass er dann auch Drupal verwendet. Das passiert irgendwie nicht, weil wenn die Drupal-Leute, die verwenden immer nur Drupal. Stimmt das? Das ist eine Spezialisierung, glaube ich. Also wir benutzen nur Drupal mehr, weil wir sich darauf spezialisiert haben und nicht. Wir wissen, wie das System funktioniert und wollen gar nicht abschweifen, weil Kunden kommen zu uns, weil sie Drupal halt wollen. Was ist da genau der Vorteil, wo er sagt? Oder macht sie wirklich jedes Projekt mit Drupal einfach? Also wenn es passt zu Drupal, ja. Wenn nicht, dann geben es wir eine andere Agentur oder so. Also wir machen nur Drupal-Entwicklung. Das ist unser Haupt.
Und was wäre jetzt das typische Projekt? Was wäre das, wo ihr sagt, passt, das ist wie perfekt für Drupal? Also bei Drupal 8 würde ich jetzt sagen, eher Corporate, größere Seiten, die irgendwie auch Applikationscharakter haben. Kleinere Seiten wie Landingpages und Co. ist auch letztes Mal bei DrupalCon endlich mal so ausgesprochen worden bei der Keynote, dass es halt eher dann Software as a Service ist. Es wird perfekt, wenn man Software as a Service macht. Und auch kleine Landingpages ist es ein perfektes System, aber nicht für der Overhead, sowas zu machen, ist zu groß. Es ist halt eher sehr, schon eher entwicklungsorientiert, also für Entwickler. Natürlich auch für User, dass das Backend dann schön ist, aber es ist halt no option, also options, no decisions, was bei WordPress hier ist. Decisions, no options. Ja, aber eben nehmen wir klassisch als Beispiel, eben Corporate-Seite, mehrere Unterseiten, nichts Besonderes und eine Blog-Funktion vielleicht auch dazu. Also könnte man natürlich mit WordPress, kann man mit jedem CMS, das heute vertreten ist, garantiert umsetzen. Was wäre, also geht das, denkt ihr da besonders einfach dann mit Drupal? Also, ich würde es nicht mehr mit Drupal machen, so eine Seite wahrscheinlich. Ja, okay, also das würde jetzt ja abgeben. Ja. Wahrscheinlich komplexe Seiten, die Workflows haben, Spezialisierungen in bestimmten Bereichen haben, Editor-Workflows, die ganz spezialisiert sind. Irgendwie was mit Forms zum Beispiel. Also wir haben die Entity API, wo man global halt Formulare definieren kann und das kommt alles aus dem Core. Und wo man vor allem auch Schnittstellen sind halt alles im Core. Also alle Field APIs und Co. Das heißt, alles rauskriegen aus dem System ist auch recht einfach. Also es klingt jetzt schon eindeutig danach, das ist ein System für Entwickler, wo man komplexe Webseiten machen kann. Schon sagen, und genau. Sehe ich persönlich auch so und eben nicht das einfache Einstiegssystem wie bei WordPress halt, dass es jeder sich de facto mit YouTube-Videos selbst beibringen könnte, wie man die absolute Basic-Seite natürlich von WordPress nur aufsetzt. Da tut man sich bei Drupal natürlich schon schwerer. Also deine Basic-Seite kann ich auch schnell haben, aber... Ja. Die Frage ist halt, ob es einen Sinn macht wegen Updates und sonstige Sachen. Also Drupal hat kein Auto-Update aus Grund, also weil es gewachsen ist und jede Hauptversion macht man eine Migration. Aber jetzt mit der neuen Version auf Drupal 8 zu 9 wird es dann auch viel einfacher. Also es ist auch ein Entwicklungsprozess jetzt passiert, dass man von Drupal 8 auf 9 dann auch ziemlich einfach updaten kann, weil halt das auch jetzt geändert hat. Also ihr schaut auch ab, was die anderen machen sozusagen. ganz klar. Okay, wenn wir jetzt Joomla anschauen, Joomla ist ja schon auch ein Urgestein, muss man sagen. Es gibt es ja jetzt nicht seit gestern, gibt es schon lang. Und bei den Statistiken weltweit meistens die Nummer 2, also weltweit. Ja. Österreichweit, deutschsprachiger Raum nicht zwingend, aber weltweit schon. Ja. Ja. Was macht Joomla so besonders für dich und für deine Kundenprojekte? Ja. Auch und so? Also für meine Kundenprojekte macht es besonders, dass... sind zurzeit drei Punkte, wo ich dann immer, also wo ich sonst im Zweifel auch auf andere TMS verweisen würde. Das eine ist, es hat eine sehr umfangreiche Benutzerverwaltung, also man kann ganz fein abstimmen, Zugriffslevels, Benutzergruppen, Benutzerberechtigungen für Frontend und für Backend. Ich kann mittlerweile im Backend auch die Menüs auf Benutzergruppen anpassen und so. Also wo ich irrsinnig viel Flexibilität habe, was aber trotzdem für viele kleinere noch nicht das Thema ist, das wächst dann erst. Und das ist auch so meine Empfehlung mit Joomla, können die Webseiten sehr gut weiter wachsen, weil ich es auch sehr gut erweitern kann und auch dadurch, dass ich sehr viel Overrides machen kann. Also ich habe sehr stark getrennt, also wirklich Daten, Struktur und Layout und ich kann über das Layout... Also es ist immer wichtig, updatefähig zu bleiben. Ja, Joomla hatte mal eine Zeit lang das Problem, Sicherheitslücke massiv zu haben. Es sind dann auch viele weggegangen, weil die Seiten gehackt wurden und dem wurde massiv entgegengesteuert. Also mittlerweile ist es echt ein Klick im Backend, ganz gezielt zu sagen, ich will jetzt updaten, also einzelne Erweiterungen und natürlich auch das gesamte System. Also da ist irrsinnig viel Usability auch reingeflossen. Und ich habe meine Systeme alle auf dem letzten Stand. Also ich bin immer auf den neuesten Sicherheits. Und das ist auch in der Joomla-Community mittlerweile sehr, also die ist sehr aktiv, hat ein sehr gutes Security-Strike-Team. Die informieren dann zum Teil, wenn sie Sicherheitslücken auch serverseitig finden, Provider. Gerade in Deutschland gibt es da ein sehr starkes Team, wo dann die Provider vorinformiert sind. Das ist da so, also diese Overrides einerseits, ich kann komplett im Template auch einzelne Sprachstrings so überschreiben in meinem Template, dass ich updatefähig bleibe. Und das ist halt in Sicherheitszeiten ein sehr wichtiger Punkt. Und Joomla ist von Haus aus
Multilanguage-fähig, also ich kann beliebig viele Sprachen installieren. Das ist auch für kleine Seiten oft schon eine zweite Sprache interessant. Genau. Und dass das Wachstum eben möglich ist mit den Seiten. Dass ich da nicht irgendwann anstehe und sage, oh, jetzt muss ich auf ein anderes System wechseln. Genau. Sehr gut. Also es sind einige Punkte vorgekommen. Security können wir dann gleich in der nächsten Runde besprechen, weil, wie wir hören, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Okay, schauen wir noch Contao zur letzten Runde. Was macht Contao so besonders? Es sagt ja auch schon auf der Webseite, es ist das barrierefreie System. Also das ist die von allen Anbietern, die wir da jetzt vertreten haben, die einzigen, die das gleich ganz groß auf die Startseite schreiben. Man muss natürlich immer vorsichtig sein, weil eigentlich ist man immer barrierearm. Barrierefrei geht quasi nicht. Aber sie bringen halt schon viele Dinge von vornherein mit, wie Skip-Links zum Beispiel, die schon integriert sind, die sieht man zwar nicht als Normalnutzer, aber die sind da und die kann man nutzen und die kann man auch, wenn man also die Seite besonders barrierefrei machen will, eben schon ansprechen, viele Labels, Aria-Geschichten, die schon mitgedacht sind, das ist wirklich gut gemacht. Ich würde auch sagen, ich habe die gleichen Argumente wie die Sigrid eigentlich. Und das Lustige war, ich habe auch eine Zeit lang ein bisschen was mit Drupal gemacht und da war nämlich genau mein Gefühl, dass das ist ein Entwickler CMS und das war genau das, warum ich dann da weg bin, weil ich eben mehr so Kunden habe, die eben die Sachen, wie du sagst, so Corporate Design relativ einfache Seiten brauchen. Man kann aber auch entwickeln mit Contao. Also es gibt immer die Möglichkeit, selber Module zu entwickeln und das sind die APIs doch relativ gut vorhanden, an die man da sich dranhängen kann und das ist auch relativ gut erklärt in der Community. Und es gibt auch viele Hooks innen drinnen, wo ich also an bestimmten Stellen, das finde ich auch sehr angenehm, wo ich was brauchen könnte, auch mich reinhängen kann mit einer eigenen Programmierung. Also zum Beispiel bei Formularen gibt es immer einen Hook, wenn du das Formular absendest, dann kannst du da noch irgendwas machen mit den Daten. Du kannst es in eine andere Datenbank packen, weil es das für Newsletter brauchst oder sonstiges. Das ist auch mitgedacht. Also es wird sehr viel mitgedacht. Die Grundentscheidung war aber eigentlich, dass ich was gebraucht habe, was auch für die Kunden pflegeleicht ist, gab es noch kein NEOS. Also das ist mir schon ans Herz gelegt worden zum Anschauen. Und Contao hat so eine klassische Baumstruktur. Das finde ich ganz angenehmer, das ist hierarchisch aufgebaut. Und da kann ich Kunden sagen, wenn ihr hierarchisch denkt und in Ordnung, dann findet ihr euer Zeugs. Und so ist es auch. Und sie denken auch mit so Sachen wie Dateimanagement zum Beispiel war eine große Sache. Dateimanagement, ich habe Bilder irgendwo und irgendwann möchte ich das restrukturieren und in andere Ordner packen. Inzwischen gibt es da UUIDs, das ist wurscht, wo ich mein Bild hinschiebe. Wenn ich das mal eingebaut habe, das wird wiedererkannt, egal in welchem Ordner das liegt. Aber ich kann hinten umordnen und die gehen mir nicht verloren. Und solche Sachen haben sich mit der Zeit entwickelt und das finde ich sehr schön. Also da wird auch sehr für die Benutzer mitgedacht. Danke für die schöne Beschreibung. Was glaubst du, ist das? Gibt es eine Frage? Bitte schön, ja. In dieser Vergleichsrunde würde mich gleich eines interessieren, bevor wir zur Security kommen. Ja. Wie hoch schätzt ihr jetzt die Einstiegshürde bis zum ersten Template ein? Vor Jahren habe ich mich mal mit Typo 3 entschieden und das war ja ein schwerer Tobak für eine Veranstaltung von einem Uni-Institut, also Kinder-Webseite für so ein Symposium zusammen zu stellen. Ich habe mich durchgekämpft. Wie schaut es jetzt eigentlich aus? Also ist die Frage, wie das erst, wenn man es von null weg selbst ein Template, das erste Template, also von Scratch weg. Ja, gehen wir es kurz durch. Fangen wir mit NEOS an, wenn man da von null weg ein Template macht. Ja, also wenn man das Ganze jetzt als ein Swimmingpool sehen würde, dann würde ich sagen, dass NEOS CMS ein sehr tiefer Pool ist. Das heißt, wenn man mal davor steht und sich denkt, wow, wo will ich da jetzt wirklich reinspringen, kann ich da wirklich bis runtertauchen, dann, also man kann runtertauchen, es hat sehr viel Tiefe und es ist jetzt sicherlich nicht so leicht wie bei WordPress mit einem Template wegzustarten, aber es haben sich jetzt neue Projekte aus der Community entwickelt, um das sozusagen zu vereinfachen. Das heißt, wir machen das jetzt zum Beispiel so, dass wir einen Living Style Guide bauen. Das heißt, im ersten Schritt lassen wir jetzt den CMS oder den Content Management Teil eigentlich komplett weg und haben ein Environment, mit dem wir wirklich Templating machen können, mit einer eigenen Sprache, die dafür entwickelt wurde. Das ist Fusion, das ist, es ist jetzt eigentlich keine Template Engine, ich sage immer, es ist eine Rendering Engine, das ist irgendwo in der Mitte drinnen. Da werde ich auch mal bei Drupal einen Talk drüber machen, wenn ich darf.
Und mit diesen Techniken wird es jetzt leichter. Und man sieht schon, es ist relativ jung, so dieses ganze Thema Templating, das bei WordPress hervorragend, da gibt es ja schon 1000 Templates, auf die man zugreifen kann, da geht die Neos-Community gerade so die ersten Schritte. Das heißt, der Weg wird leichter, aber es ist jetzt nicht so wie bei WordPress, dass ich jetzt mal schnell einsteigen kann. Also man muss sich sicher mal gut ein paar Tage Zeit nehmen und einlesen, wie das funktioniert. Genau. Ja und nein, also es ist natürlich, es kommt ja aus der Typo 3 Community, das heißt, es gibt Elemente, die da auch so sind wie vorher, diese Rendering Engine zum Beispiel, die Fusion Engine, aber man kommt schnell rein, also und es macht dann auch echt Spaß. Mhm. Also um bei dieser Pool-Metapher zu bleiben, ich glaube, dass das WordPress im Endeffekt das Pool genauso tief sein kann, nur mit dem großen Unterschied, dass würde ich sagen, der Boden schräg ist und auf der einen Seite man einfach mal reinsteigt und das Wasser noch gleich tief ist und dann kann man langsam in den tiefen Bereich Schritt für Schritt gehen, anstatt dass man sofort einen Köpfler in ein 10 Meter tiefes Pool machen muss. Das wäre so mein Den Strand wollte ich noch einbauen. Ja, da kann man einen Strand auch noch dazu machen auf der Seite. Palmen und so. Nein, also ich glaube, der Einstieg ist sehr einfach. Wenn man schon mal HTML und CSS geschrieben hat und ein bisschen Ahnung von PHP hat, kann man da in ein paar Minuten loslegen. Ich würde aber auch gar nicht vorschlagen, wenn man wirklich das erste Mal in der Hand hat, dass man komplett von Null anfängt, sondern dass man sich, es gibt ein paar Standard-Themes, da kommt auch jedes Jahr ein neues raus, die eine sehr sauber strukturierte Aufbau haben und man muss nicht gleich von Null anfangen, sondern man nimmt einfach mal so ein fertiges Standard-Theme, die direkt von der WordPress Core Community gepflegt werden und legt sich ein Child-Theme an und überschreibt und verändert nur die paar Teile, die man vielleicht ein bisschen anders braucht. Und dann ist man schon mal gut dabei. Und dann kann man sich mit der Zeit immer tiefer hineinarbeiten und dann entwickelt sich auch der Workflow weiter. Also bei mir, wo ich das jetzt schon seit vielen Jahren mache und individuelle Lösungen für meine Kunden von Null weg entwickle, schaut das natürlich ganz anders aus. Aber was ich halt wichtig finde, ist, dass man leicht einsteigen kann und sich dann schrittweise steigern, anstatt dass man zuerst jahrelang lernen muss, bis man überhaupt irgendwas machen kann. Ja, das war übertrieben, oder? Nein. Also das hatte ich länger auf jeden Fall. Das ist der Soft-Einstieg bei WordPress eindeutig. Bei Drupal, ja, gibt es da auch sowas? Also bei Drupal gibt es auch Basis-Themes, die man schnell verändern kann. Aber wenn man es mal weiß, ist es schon, würde ich sagen, einfach, weil als Entwickler heute hat man dann als im... Wenn man im Chrome zum Beispiel ist und schaut, wo sind die ganzen Klassen und Felder, weiß, sehe ich auch, welches File muss ich überschreiben, das sind so Helper-Informationen dann, und schreibe auch kein PHP, sondern ich habe Twig, seit Drupal 8 haben wir Twig im Core, das heißt, wir haben da auch eine Separation. Das heißt, man schreibt eigentlich da kein PHP mehr für das Theme, sondern Twig-Files, das heißt, hat da auch ein Security-Layer auch schon mal drinnen. Also die Separation von Funktionalität im Theme ist halt, also es separiert halt. Also man wechselt nicht ein Theme und dann kommen Magic irgendwelche Funktionen dazu und erweitern meine Funktionalität des Systems, sondern das ist immer im Template. Deshalb kann ich auch schnell dann Themes wechseln und es bricht nicht das System und Shop funktioniert nicht oder sonstige Sachen. Gut, aber sowas wie ein Alt-Typoskript, Fusion oder sonst irgendwas, das gibt es ja nicht im Endeffekt. Ah, okay. Twig und da hat man sowohl die Vor- als auch die Nachteile dann davon, wenn man, was wäre der Nachteil davon, von Twig? Twig? Gibt es keinen. Ja, außer, dass man sich ein... Learning Curve. Ja. Wenn man Brute-Force-Variablen ausgeben will, dann schreibt der Security Layer und sagt dir, du kannst dich erschießen oder... Aber also auch, es wird auch es solche... Es ist halt sehr sicher. Ja, ja. Also Hochsicherheitssystem. Gut, okay. Okay. Wir haben es bei Joomla da. Bei Joomla ist es ähnlich wie WordPress. Also es gibt viele Templates, die man auch freie Templates, die man verwenden kann. Man kann auch das nehmen, das mit Joomla mitkommt und sehr einfach anpassen. Und man kann auch diese Template-Files, kann man einfach im Backend, also über die Benutzeroberfläche gehen und sagen, okay, in dem Layout gefällt mir jetzt der Teil nicht. Dann kann ich mir von dem Teil mit Mausklick eine Kopie erzeugen, das überschreiben und das bleibt beim nächsten Update trotzdem erhalten. Also ich hätte gesagt, ein paar wenige Stunden, dass man da wirklich was anpassen kann. Es ist auch viel Dokumentation natürlich online, Community-Foren, also solche Geschichten, da kriegt man auch gut Support. Und wenn man es von Null weg macht, so ein wirklich ganz programmiert, ja, von Null weg,
geht schnell. Also ich muss nur die Modulpositionen, also den Header natürlich einbauen, wo die ganzen Skripts geladen werden und die einzelnen Modulpositionen. Also wenn ich weiß, wie es geht, bin ich auch in ein paar Stunden fertig. Ja. Genau, und sonst kann man sich Vorlagen nehmen. Ja, genau, es gibt auch Frameworks, die man schon verwendet und dann irgendwie noch einbaut. Also da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten. Wie einfach ist es, die Templates von Modulen anzupassen? Genauso. Also es ist genauso im Template drinnen, wo ich dann habe ich einen Ordner, da sind die ganzen Module drinnen und das kann ich auch einzelne Module überschreiben und kann man neue Stile erzeugen, die ich dann auch im Backend auswählen kann. Genau. Alles in PHP? Alles HTML, CSS und PHP, genau. Wunderbar. Bei Contao schaut es eigentlich auch so aus. Da haben wir, haben wir denselben Stack von unserer Entwicklung. Wir müssen nochmal die Einfolgung drin. Also ich finde auch, es ist gerade schön, eben vom Scratch was zu machen. Contao hat einen sogenannten Layout-Builder drin, wo du quasi schon mal so ein, das ist noch so, glaube ich noch, ist noch ein Holy Grail Layout im Moment. Header, Footer, rechts, links, Mitte. Funktioniert gut. Ich sage immer, ist semi-responsive, weil es schmeißt dann auch, wenn man es zusammenschiebt, die linke und die, also linke Spalte, Hauptspalte und rechte Spalte untereinander. Das muss man halt dann per CSS, wenn man responsive sein will, dann ausblenden. Aber es geht echt flott und ich kann quasi, und ich mache Module für Navigation und so weiter, so ähnlich wie beim Joomla, pack die in die Areale rein und dann funktioniert das eigentlich schon und dann bleibt mir noch das CSS. Und CSS kann ich sehr wohl, also sowohl von extern quasi reinholen, das heißt, ich habe CSS-Dateien, die ich mir hochlade und die ich einbinde. Ich kann aber auch, die haben auch einen CSS-Editor drinnen. Manche mögen es nicht, weil es viel Klickerei ist, aber es ist eine Gewohnheitssache. Also ich finde es auch ganz angenehm, weil der ist dann in, das schreibt ein CSS-File, das abgelegt wird, aber es wird auch so verwaltet, dass ich quasi so in Feldern editieren kann und ich habe halt dann auch eine Suchfunktion oben. Ja, wenn das CSS sehr groß ist, kann ich sagen, jetzt gib mir mal nur alle mit dem Selektor, die da dazugehören und dann habe ich halt nur so und so viele und finde die leichter. Also während, wenn ich große CSS bearbeite, muss ich halt immer in dieser langen Wurst suchen, wenn das alles in einem ist. Und es macht aber dann wieder eine, wenn ich das, ich kann so in kleine einzelne CSS zerlegen und Contao setzt sie dann wieder zusammen bei der Auslieferung zu einem komprimierten. Und darum finde ich, also ich habe es eigentlich genau deswegen gerne, ich mache ganz selten mit Themes, obwohl es viele Themes gibt, weil ich immer finde, da habe ich viel Overhead, was meine Kunden nicht brauchen. Und wenn ich selber entwickle, kann ich es maßgeschneidert machen und habe es halt schlank. Das ist eh der Grund, warum man überhaupt sagt, man macht sein eigenes Template, weil man eben diesen ganzen Overhead von gekauften nicht so haben möchte. Okay, ja, Contao hat das ein Backend-Modul. Wie macht man das mit Versionierung dann und so Staging, also wenn man die Seite doppelt hat, einmal zum Entwickeln, einmal, also offline entwickeln, online Stage, live und so, wenn das alles im Editor ist und, oder wie macht man das mit Git dann, wie Git kommt das ins? Also mit Git habe ich noch, muss ich zugeben, habe ich noch nicht gearbeitet, also ich mache es immer sehr banal, dass ich es dann einfach rüberspiele, aber du kannst natürlich auch Datenbank-Updates zum Beispiel machen, wenn das ist, aber die CSS liegen eh als Dateien, also wenn es jetzt nur CSS-Geschichte wäre. Nein, wenn es im Editor ist, meine ich. Auch die CSS aus dem Editor werden als Datei abgelegt. Die gibt es auch als CSS in der Datenbank. Datei, nicht in der Datenbank. Also ich weiß nicht, ob sie es über die Datenbank auch verwenden, aber sie legen es eigentlich dann als Datei ab. Das ist ganz praktisch. Also die hast du zur Verfügung. Ja, also man kann es, so viel ich weiß, das ist eine Entwicklungsfrage, ob man Git verwendet, ob man jetzt Docker oder virtuelle Maschinen verwenden möchte, ob man, wie auch immer. Aber ich glaube, das sollte eigentlich so gut wie mit allem gehen, auch mit Staging-Umgebungen. Mit WordPress NEOS gehe ich davon aus, wie die genau oder ähnlich entwickelt oder kommt aufs Kundenprojekt an. Wie es halt passt zum jeweiligen Projekt, genau. Also, mal ganz frei. Also bei NEOS, was mir da auch sehr gut gefällt, ist, du hast in der Datenbank wirklich nur Daten. Das heißt, du hast keine einzige Konfiguration in der Datenbank stehen, was hinsichtlich Updates ein enormer Vorteil ist, weil wenn ich, oder was sie zum Beispiel auch eingebaut haben, sie arbeiten nicht mit Integer-IDs, sondern mit String-IDs. Das heißt, wenn ich dann später sozusagen Content live mergen muss, dann habe ich im Regelfall keine Probleme, das zu tun. Und, aber sonst der Entwicklungsprozess, man arbeitet lokal, man hat ein Staging, und dann kann man eigentlich auf Knopfdruck, also ich bin jetzt von Version 1, jetzt letzte Woche ist Version 4 gekommen, Major Updates, alles immer problemlos, mehr oder weniger auf Knopfdruck, es gibt dann schon da und dort Breaking Changes, aber auch die kann man in seinen Projekten selber abfangen, man kann Content Migrations machen, man kann Code Migrations
und Datenbank Migrations anmelden. Und im Endeffekt läuft dann beim Hochfahren einfach das Upscript, das führt drei Befehle aus und das Update ist durch. Man kann halt nur eine professionelle Entwicklungsumgebung haben, wenn man genau. Konfiguration getrennt hat von. Genau, also Inhalt. Die Nachteile davon sind zum Beispiel, dass ich jetzt, wenn ich jetzt meine Content-Elemente designe, das heißt jetzt bei Neos Notetypes, die im Prinzip die semantische Struktur definieren, dann mache ich das momentan über YAML. Ja, und in einem File und nicht in einem Click-Interface in der Datenbank im Live-Projekt. Bei Drupal ist beides, man kann Clickibunti machen, und, aber es kommt ein YAML-File dann raus im Endeffekt. Das Konfigurator. Aber ich glaube, was man da schon ganz gut sieht, das ist irgendwie auch so ein bisschen ein grundsätzlicher anderer Ansatz, weil wenn ein User, der vielleicht nicht technisch basiert ist, dann mit so Begriffen wie Datenbankmigrationen und YAML-Files nicht was, der steigt dann nach einem halben Satz ungefähr aus. Und WordPress hat immer das Ziel, solche Dinge komplett außen vor zu lassen, mal in der Standardkonfiguration, und da sich immer ausschließlich nur an den User zu orientieren, der mit sowas einfach prinzipiell überfordert wäre. Das nicht heißt, dass man dann nicht solche Dinge einbringen kann, wenn man ein komplexeres Setup hat, aber in der Standardkonfiguration ist das simpel und einfach, und wenn du ein Haufen Leute, die durchaus in der Lage sind, eine kleine WordPress-Seite irgendwie selber zu betreiben, die wissen nicht einmal, dass da eine Datenbank im Spiel ist und was PHP heißt. Ja, agreed. Wo ich zum Beispiel meine Erfahrung mit WordPress immer so ein bisschen Concerns hatte, war dann, wenn es um Updates eben geht, ne, wenn man dann mit vielen Extensions, also sozusagen wirklich viel Community-Stuff nutzt und dann irgendwie, keine Ahnung, 2 Jahre lang nicht reingeschaut hat und dann der Knopf, dann drückt man und dann ist es uns halt dann auch schon passiert, dass wir dann Hand anlegen mussten. Das heißt, egal wie es ist, irgendwann zahlt man. Also man muss einfach schauen, dass die Installation sauber bleibt, egal ob man es jetzt mit alles in der Datenbank und eigentlich wegabstrahiert jetzt ist oder ob man es dann im Code nachziehen muss. Ja, die beste Überleitung jetzt, die Diskussion zum Thema Security natürlich. Also man sieht, die Herangehensweise ist anders. Je mehr Techniklastig, desto mehr wird natürlich auch mit dem Security überlegt. Aber je weniger techniklastig und je einfacher die Einstiegshürde, desto mehr Leute verwenden es. Das ist ganz klar, WordPress ist da definitiv der Marktführer, aber auch der Marktführer in gehackten Webseiten natürlich. Ich würde das gern kurz, die Security-Runde, auch gleich mit dem Aspekt zusammennehmen, mit wie schnell lädt denn meine Webseite. Weil das ist auch ein Aspekt, der für die meisten Benutzer heutzutage wichtig sind. Viele entwickeln überhaupt nur für Google und damit sie gut gefunden werden. Und wenn ich jetzt mein CMS in absoluter High-Security-Schiene betreibe und dafür braucht es mehrere Sekunden zum Laden, das ist teilweise nicht akzeptabel, logischerweise, also je sicher es ist. Also ich würde das vielleicht gleich, machen wir eine kurze Runde. Was tut das eigene CMS für die Security? Wie schaut es da aus? Muss ich zwingend jede kleinste Minor-Version updaten, sonst wird mein WordPress, mein Joomla, mein sonst was gehackt? Ist das nicht mehr so? Und wie beeinflusst das vielleicht da die Geschwindigkeit? Fangen wir mit WordPress an vielleicht. Ja. Also auf die Frage, muss ich jede meiner Versionen updaten, kann ich mal gleich damit antworten, nein, weil das macht WordPress ganz von alleine, wenn es ein Security-Update ist. Also WordPress ist meines Wissens nach das einzige CMS-System, das ein Auto-Update da drinnen hat. Sprich, wenn ein Security-Update rauskommt, updatet sich es einfach von alleine, ohne irgendeine Form von manuellen Eingriff notwendig zu machen. Also fragt einfach bei der API an, wenn ein neues Security-Update da ist, lad es runter, installiert sich, updatet, fertig und schickt eine E-Mail, hey, alles abgedatet und sicher. Das ist gerade für Leute, die überhaupt nichts mit Technik am Hut haben, natürlich super, weil du im Prinzip das jahrelang einfach rennt, solange du nur WordPress selber verwendest. Das Feature gibt es seit 2013, sprich wenn du 2013 eine Website installiert hast und seitdem nichts mehr angegriffen hast, dann ist die immer noch sicherheitstechnisch am aktuellsten Stand. Nur Core. Nur Core, ja. Stimmt das so? Also wieso ist von WordPress führend bei den Dazu wollte ich jetzt gerade kommen. Wie der Nico gerade richtig gesagt hat, für WordPress Core selbst. Also zu der warum es das am meisten gehackte ist, wenn man das mit Abstand größte ist,
fallen natürlich auch mit am Abstand meisten Hacks drauf zurück. Also das muss man auch immer im Verhältnis zur Anzahl der Installationen sehen. Und wenn man sich die absoluten Zahlen der Installationen mit den Anzahl der gehackten Seiten vergleicht, schaut das gar nicht mehr so arg aus. Was aber dann schon noch ist, wenn Seiten gehackt werden, liegt es in nahezu allen Fällen nicht an WordPress Core selbst, sondern an irgendwelchen Plugins oder Themes. Okay. Und da muss man halt, finde ich, schon auch ein bisschen unterscheiden, wo die Verantwortung liegt, weil ob jetzt Plugin oder Theme-Entwickler ihre Produkte oder ihre Sachen pflegen und Sicherheitsab, also sie von vornherein einmal möglichst sicher schreiben und dann auch mit Updates versorgen und so weiter. Das ist nun mal in einem freien Open-Source-Ökosystem so, dass da das bei denen liegt. Und die einzige Alternative dazu wäre ein Walled Garden mit aller App Store, wo irgendjemand drauf sitzt und sagt, das schmeißt man jetzt raus oder das darfst du nicht mehr installieren. Aber das ist halt nicht der Gedanke von Open Source. Und das Problem liegt bei den gehackten Seiten nahezu immer irgendwo in den Plugins und den Themes. Also, okay, so da haben wir mal einen Eindruck von WordPress. Gehen wir es weiter durch, Drupal? Um da wirklich anzuknüpfen. Ja. Ein Theme könnte nie, also da wir Twig haben, müsste Twig ein Problem haben, weil wir schreiben kein PHP in den in Themes, deshalb wäre das schon mal weg, das Problem. Was wir halt auch haben, ist zum Beispiel Form API und Co., was bei WordPress ein bisschen zu hacken, ist halt so, dass bei WordPress ist halt so, dass man ein Modul macht, wenn es halt auf WordPress.org ist, und das ist monolithisch, das muss alles abbilden, was es macht. Bei Drupal ist es so, man hat viele Module und schaut auch, dass man diese Module erweitert und keine Funktionalität multipliziert in anderen Modulen. Man sollte dann dependen auf ein anderes Modul und schauen, dass dieses Modul perfekt wird, dass viele Leute dort drauf geschaut haben. Okay, also von der Modulstruktur eine Idee, wie man, also von Grund auf die Idee, dass man es eben Security sicher genau, wieder benutzt, ja. Vor allem wieder benutzt auch und nicht alles neu erfindet und jedes Modul oder Plugin in WordPress zum Beispiel dann alles neu erfindet irgendwas drin ist. Und vor allem ist auch so, dass bei WordPress die Module gar nicht reinkommen mehr, die auf andere dependen. Na, und beeinflusst das die Geschwindigkeit von der Ausführung? Also es ist sehr caching-lastig, Drupal, also es wird alles gecached und gut. Da ist sehr caching-leer, sehr viel dabei. Für Joomla, Sigrid, du hast eh schon einiges gesagt. Genau, also es ist mittlerweile so, es gibt, wenn man sich im Backend, also im Administrator, als Super-Administrator anmeldet, dann kriege ich immer, dann wird immer gecheckt, also was ist die aktuelle Joomla-Version, kriege ich eine Warnung, wenn es eine neuere gibt. Und das auch für alle Module und Erweiterungen, die dieses Joomla-Update-System unterstützen. Und bevor ich mir aus dem Extensions Directory, wo es ca. 8000 mittlerweile gibt und auch nur mehr welche reinkommen, die dieses Joomla-Update unterstützen quasi, oder zumindest gibt es dort einen Hinweis, dann sehe ich auch immer, welche von diesen Modulen ein Update zur Verfügung steht. Und dann gibt es auch eine Backup-Erweiterung. Und wenn ich dann ein Update mache, dann klicke ich drauf, dann wird zuerst ein Backup komplett von der ganzen Seite gemacht mit allen Dateien und der Datenbank. Und dann kommt direkt mein Joomla-Update und wenn es nicht funktioniert hat, könnte ich das direkt zurückstellen. Es gibt auch externe Tools, wo ich mir dann meine 50 oder 100 Seiten, die man betreut, auch automatisch updaten kann. Also es gibt auch diese Möglichkeiten. Und generell von der Informationspolitik, wenn es wirklich Sicherheitslücken bekannt werden, die kritisch sind, dann informiert Joomla vorab, dass es zum Beispiel morgen um 16 Uhr ein kritisches Sicherheitsupdate geben wird und dann kann man sich einfach da vorbereiten. Also sofern man diesen Newsletter natürlich abonniert hat, kriegt man diese Meldung und kann dann rechtzeitig darauf aktivieren. Und zur Performance, also Joomla bringt ein Caching mit, das man allerdings aktivieren muss manuell selbst. Das kann man auch, gibt es verschiedene Optionen und es gibt halt auch Erweiterungen, die dann auch noch je nach Template Skripts zusammenfassen und einfach serverseitig die Sache noch performant machen und da kann man wirklich viel rausholen. Also es klingt so, als ob Joomla sich da gut gemausert hat, ja, weil absolut. Die Vergangenheit war ja immer das On-Ein-Security, hat daraus gelernt und das klingt ja jetzt mal sehr gut. Ja. Ich glaube, jedes System hat schon ein Security-Team. Jedes von allen, NIOS wahrscheinlich auch wenn es noch das jüngste ist.
Comtar noch ganz kurz. Passt, da gibt es auch die Updates regelmäßig. So wie regelmäßige ich Updates auch mit Newsletter von zwei Seiten. Also beziehungsweise es wird halt veröffentlicht, wenn du Twitter oder Facebook hast, dann siehst du es eh. Es gibt dann auch noch die Comtar Association, die auch noch einmal ausschickt. Also es wird von, man kann es von allen Seiten kriegen. Ich glaube, sie sind sehr sicherheitsbewusst. Das ist natürlich auch damit hängt zusammen, es ist kleiner, weil es halt in einem engeren Entwicklerteam entwickelt wird, dadurch, dass es nur der Dachraum ist. Die Leute kennen sich untereinander. Viele von den Modulentwicklern sind auch Kernentwickler mit. Das heißt, da sind die Module natürlich relativ gut gebaut in Übereinstimmung mit dem Core. Und es passiert eigentlich bei uns, wenn Sicherheitslücken, also aufgedeckt werden, ist das immer bei der Entwicklung. Also es ist eigentlich noch nicht meines Wissens gewesen, dass irgendwo was kompromittiert gewesen wäre und dadurch hat man es gefunden, sondern es war immer eine potenzielle Sicherheitslücke, die geschlossen wurde. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, das heißt, das kam immer schon, bevor irgendwo noch was passiert ist. Ja, wunderbar. Dann machen wir eine Abschlussrunde, würde ich sagen. Wo wird man mehr Informationen kriegen? Also wir haben ja eh schon gehört, Joomla.de, Comtar.de, Drupal und sonst was. Kurze Werbungsrunde. Fangen wir mit NEOS an. Wenn ich jetzt mehr über NEOS wüsste, zu welchem NEOS.de gibt es das? Weiß ich gar nicht. Gibt's, wo gehe ich hin? Wo ja, also habe ich bei der ersten Runde nicht erwähnt. Ich organisiere die NEOS Meetups in Wien. Das heißt, wir machen es noch nicht sehr regelmäßig, leider, da sind wir noch dran, das ist ein bisschen solider regelmäßig zu machen, aber kann hier natürlich jeder gerne kommen, Fragen stellen, zuhören. Es gibt einmal im Jahr eine Konferenz, die letzte war jetzt in Hamburg vor einem Monat, da habe ich einen Vortrag gehalten über Artificial Intelligence und wie man das mit Content Management Systemen verbinden kann, mit Scope für Chatbots. Es gibt einen super Slack-Channel, wo wirklich jede Frage oder fast jede Frage beantwortet wird. Es sind wirklich eine sehr nette Community, noch überschaubar, aber sehr aktiv, sehr viele spannende Themen passieren da. Und das klingt gut, also Slack-Channel, Meetups, Konferenz. Genau. Sehr gut. Dresden nächstes Jahr, wer kommen will. Kann ich auch alle drei Checkpoints abhaken, es gibt ersten Mittwoch im Monat haben wir das Meetup. Dann, es gibt einmal im Jahr das WordCamp, das war jetzt gerade vor einem Monat mit über 300 Leuten. Es gibt auch ganz viele andere WordCamps in allen möglichen Städten und es gibt einmal pro Jahr ein großes WordCamp Europe, das jedes Jahr in einer anderen Stadt stattfindet. Letztes Jahr war es in Paris mit weit über 2000 Leuten. Dieses Jahr findet es auch wieder statt und wir haben. Also vor allem die Meetups würde ich den Leuten nahelegen. Da trefft man sich jedes Monat und von dort kann man sich dann noch weitere Dinge anschauen. Wir haben auch einen Slack-Channel, eine Website. Und es Twitter gibt meistens gratis Essen und gratis. Ganz wichtig, ganz wichtig. So, bei Drupal, da gibt es auch viel. Ja, letztes Jahr DrupalCon mit 1800 Leuten in Wien, 1700 Leuten. Wir organisieren auch Drupal Meetup in Wien, jeden zweiten Mittwoch im Monat. Es gibt 5000 Events weltweit, glaube ich, so Drupal-related. Sonst bleiben wir jetzt bei Wien, genau. Also einmal im Jahr, dieses Jahr wird es wieder stattfinden? Nein, nächstes Jahr, aber dieses Jahr sind wir bei der Via Developers, haben einen eigenen Track über Decoupled CMS, wo wir aber nicht nur Drupal beleuchten, sondern auch NEOS und andere kommen von Ultiva und Co., kommen viele Leute, also auch ein spannender Track für Decoupled CMS. Und wir organisieren auch den Open Minds Award. Das ist ein Award für Open Source Software, Hardware und Data, wo wir dann Open Source allgemein prämieren, was auch ein spannendes Ding wird mit einem Open Source Ball da angeschlossen. Wer Informationen haben will, unten haben wir einen Standort. Ja, Joomla? Ja. Joomla User Group Wien findet ungefähr alle 6 Wochen statt, allerdings nicht immer am gleichen Wochentag. Wir machen am 6. Juni einen fast kostenfreien, also es gibt Anmeldegebühr, die man quasi zurückkriegt, wenn man erscheint, Workshop für Leute, die es wirklich einmal, die schon mal installiert haben und halt wissen wollen, wie es wirklich funktioniert. Das machen wir so von der User Group aus, so gut kennenlernen. Und es gibt den nächsten Joomla.de in Wien, März 2019, da sind wir gerade am Vorbereiten und Location checken. Genau, sonst halt auch, es gibt, nächste Woche ist die J and Beyond, das ist eine europäische Joomla, eher entwicklerlastige Konferenz, 3 Tage in Köln dieses Jahr, ist immer woanders und das ist auch viel Community. Also sehr. Und sonst gibt es noch natürlich viele Foren, also internationale deutschsprachige, es gibt eine Joomla.de Seite auch, wo deutschsprachige Info kommt und es gibt einen Clip, ein,
also für Joomla intern im Projekt, für alle, die interessiert sind, sich irgendwie einzubringen oder auszutauschen, gibt es Clip. Das ist eine so eine Online-Tool für Kommunikation. So jede Menge genau. Möglichkeiten. Hm? Absolut. Contao zum Abschluss, wo geht man hin? Ja, also Contao Austria Stammtisch ist über contaoaustria.at erreichbar, ist ungefähr alle 2 Monate. In Wien, genau. Dann gibt es dieses Jahr in Salzburg, 6. bis 8. Juni, ist die Contao-Konferenz. Die ist meistens in Deutschland, dieses Jahr ist sie endlich mal in Österreich. Das ist ganz gut, wenn man wirklich die Entwickler auch kennenlernen will. Also da sind dann alle vertreten, dann hat man die Personen zu den Namen. Contao.org ist die Website und über die findet man erstens mal natürlich, was kann Contao alles, man findet die Dokumentationen dort, man findet die Community, also zum Forum, wo man alle Fragen Channels stellen kann. Alle Channels, ja, genau, da gibt es oben eine Leiste, da sind alle Channels drinnen. Wunderbar, dann Dankeschön an alle Teilnehmer, Dankeschön, ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, wir bleiben jetzt noch ein bisschen da, falls es Fragen gibt. Wunderbar, Dankeschön.